Was passiert mit unserem möglichen Renditeobjekt, dem Projekthaus Charlie Harper? Stirbt Charlie Harper den Serientod? Genau darum geht es in diesem Video. Let's get into it. Lucas Show Episode 12. Mein Name ist Lukas, ich bin als deutscher Immobilieninvestor hier in der Gegend um Philadelphia unterwegs. Ihr könnt mir bei meiner Arbeit als Landlord, also Vermieter und Investor jederzeit folgen bei Twitter, Facebook und Instagram. Und heute geht es um unser Projekthaus Charlie Harper. Last but not least, die letzte Folge dazu. In Folge 9, 10 und 11 war das Haus schon mal Thema. In Folge 9 haben wir uns angeschaut, wie haben wir den Deal gefunden. In Folge 10 haben wir den Durchgang gemacht mit dem Inspektor und in Folge 11 haben wir uns das Gutachten angeschaut, was der Inspektor geschrieben hat. Heute in diesem Video sage ich euch, warum das Haus Charlie Harper heißt und was der aktuelle Stand ist, beziehungsweise ob wir jetzt final das Haus bekommen oder nicht, weil das sah nämlich nach dem letzten Gutachten nicht so aus. Im Gutachten haben wir zwei schwere Punkte gefunden. Das eine ist das Wasser im Keller. Da ist Wasser an den Seiten, trinkt ein, beziehungsweise drückt hoch. Gelöst werden kann das durch eine Drainage im Keller ringsrum. Und das zweite gravierende Problem ist die Elektrik. Die ist nämlich original von 1923. Sogenanntes Knob and Tube. Warum das gefährlich ist oder warum das ein Problem für uns als Investor darstellt, dazu mehr in Folge 11. Der Verkäufer bat um eine Terminierung unseres Angebotes. Das heißt, wir machen einen Zettel fertig, auf dem steht Termination of Sale. Dieser Zettel geht an den Verkäufer und besagt, dass wir amtlich aus diesem Bieterprozess aussteigen und jetzt keine Seite mehr an ihrer Verpflichtung gebunden ist. Er schickt mir den Papierscheck zurück. Und das war's. That's it. Wie kam es dazu? Wie gesagt, wir haben eingepreist, was unsere Kosten wären, wenn wir das Haus übernehmen würden. Der Verkäufer kam uns ein Stück entgegen, aber nicht wirklich. Und dann haben wir gesagt, okay, wir kommen noch ein bisschen entgegen, weil dann machen wir halbe-halbe. Und dann hat der Verkäufer gesagt, das ist eine Schmerzgrenze, drunter geht er nicht, sonst macht er es nicht und steigt aus. Weil er hat einen Backup-Käufer, also jemanden, einen anderen Käufer, der das sofort nehmen würde. Und dann haben wir gesagt, alles klar, ohne diese Kosten macht der Deal für uns Sinn, aber mit diesen Kosten auf unserer Seite macht der Deal für uns keinen Sinn mehr. Und da muss man auch bereit sein, seine Chips zu nehmen, vom Tisch aufzustehen und zu gehen. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben die Termination of Sale unterschrieben und jetzt ist der Deal geplatzt. Und was heißt das für den Verkäufer? Der Verkäufer schickt mir jetzt meinen Papierscheck zurück und wird wohl dieses Haus im Jahr 2020 nicht mehr verkaufen. Innerhalb dieser kurzen Zeit, jetzt nach geplatztem Deal, neu am Markt, neuen Käufer finden, neues Closing und so weiter und so fort, wird wohl keiner innerhalb dieser Zeit, dieses Jahr noch einen Deal mit diesem Haus hinkriegen. Das heißt, er hat das Haus jetzt einfach noch ein, zwei Monate länger an der Backe, muss natürlich Steuern bezahlen, muss sich um die Miete kümmern, muss alles weitermachen. Also wenn er hätte schnell aussteigen wollen, hätte unseren Deal nehmen können, dann wollte er nicht, er wollte mehr Profit machen, weil der Markt aktuell hier echt verrückt ist. Das Haus hat den Codenamen Charlie Harper aus einem ganz einfachen Grund. Es steht in der Harper Avenue in Drexel Hill. Damit man nicht jedes Mal die Adresse komplett nennen muss, sagen wir einfach Charlie Harper. Und dann weiß sogar die Bank, um welches Haus es sich handelt. Nichtsdestotrotz, auch wenn Charlie Harper jetzt nicht klappt, wir suchen weiter und wir gucken uns weiter Objekte an. Der US-Immobilienmarkt ist verrückt derzeit, aber es wird, glaube ich, im Dezember, Januar, Februar noch verrückter werden, wenn verschiedene Regierungsprogramme auslaufen, Arbeitslosenversicherung und die USA auf einen neuen Lockdown zusteuert. Wir haben den Regierungswechsel oder auch nicht. Wir haben Forbearance-Programme, die auslaufen, also die kreditfreie Zeit, das läuft aus. Und jede Menge Eviction-Moratorien, die laufen aus, also wo die Leute keine Miete bezahlen, auch nicht rausgeworfen werden können aus den Wohnungen und somit die Vermieter anfangen zu straucheln. Also alles das kommt jetzt geballt am Ende des Jahres. Da bin ich gespannt, das wird eine aufregende Zeit werden und ihr könnt uns folgen. Die Lucas Show, hier abonnieren. Like da lassen und bei Instagram natürlich auch, da kommen dann tagesaktuelle Entwicklungen. Zusammenfassend kann man sagen, Charlie Harper war spannend, das Team hat hervorragend funktioniert und mit Team meine ich die Maklerin, die den Deal mitgebracht hat, der Inspektor, der uns da wieder auf die Sachen gestoßen hat, die Bank, die hervorragend vorgearbeitet hat und die Title Company, die die Grundbucheinträge und sich darum kümmert. Alles hat funktioniert, alles war super, leider hat der Deal nicht geklappt. Es hat uns viel Zeit gekostet, es hat uns Geld gekostet, also Inspektionen waren Kosten, Kredit waren teilweise Kosten, aber sei es drum. Man muss auch mal bereit sein, seine Chips zu nehmen und vom Tisch aufzustehen und zu sagen, okay, dann ist es eben nicht. Alles kann, nichts muss. Aktuell werden wir uns bei sowas nicht aus dem Fenster lehnen, sondern wenn der Deal von den Zahlen her funktioniert, dann machen wir es und wenn er nicht funktioniert, dann machen wir es eben nicht. Wenn euch das Thema gefällt, lasst mir auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt mir in die Kommentare, was genau euch gefällt und was ihr genauer wissen möchtet. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. We'll be right back.